Hurra, hurra, da sind wir wieder auf dem Hungaroring, 11. Station der Formel 1 Weltmeisterschaft 2017. Und kurz vor dem Start habe ich noch ein Statement von Lewis Hamilton jetzt mitbekommen. Der spricht von einem vermeintlich leichten Nachmittag für die großen Konkurrenten, für Ferrari, auch Toto Wolff, Understatement ohne Ende. Das ist Starkregen des Gegners. Ist das sich selbst ein bisschen kleiner machen, als man ist? Oder ist das Leistungsverhältnis hier wirklich so glasklar, dass alles andere als ein Doppelsieg für Ferrari eine Überraschung wäre? Na, da muss der Toto für reden, dass er kleiner wird, als er ist. Ich glaube, die lesen einfach nur die Daten, die sie sehen, die Longruns von Ferrari und die Qualifying-Performance. Aber ich denke, die kommen schon da irgendwie halbwegs mit dabei. Es ist keine einfache Gmade Wiesn für Ferrari. Aber wenn sie sich besser fühlen, dann sollen sie halt so weiterreden. Hören wir mal rein. Was sagt da was? Okay. Ja, er hat jetzt über die Reifen gespielt. Aber man muss eines machen und er ist ein Vollprofi. Die Runden hin zur Startaufstellung darf man nie benutzen, um die Balance zu beurteilen, weil die Strecke immer und die Autos ist nichts aufgeheizt, nicht warm. Das ist immer ein falsches Bild. Also ein Bluff. Na, das weiß ich nicht. Er wird es natürlich beschreiben, musst du schon, ja, aber nur die Ingenieure dürfen sich jetzt nicht nervös machen. Außerdem können sie eh nicht so viel umstellen beim Auto, außer ein bisschen den Luftdruck und vielleicht die Flügeleinstellung. Aber er beschreibt, dass die Hinterachse sich nicht so gut anfühlt und beim Einlenken dann schon beginnt, unstabil zu sein. Und er fragt sich, ob er damit überhaupt eine ganze Einstoppstrategie durchkommt. Das kann natürlich ein schöner Bluff auch Richtung Mercedes sein. Ach, Richtung Ferrari, Entschuldigung. Wir werden sehen. Wir sehen jetzt einmal die Startaufstellung. Nico Hülkenberg, 5 Plätze zurück wegen Getriebetausch. Der Deutsche war eigentlich best of the rest, also bester Nicht-Ferrari, Mercedes und Red Bull-Pilot. Im Qualifying noch eine Strafe wurde verhängt gegen Daniel Kwiat. Der hat gestern im Qualifying Lance Stroll behindert. Lance Stroll steht auf 17, Pascal Wehrlein auf 18. Dann der Ersatzmann Paul Di Resta, der Schotte auf Platz 19. Der Mann, der für Felipe Massa das Cockpit übernimmt und Marcus Ericsson auf dem letzten Startplatz. Wenn Sie jetzt sagen, Eglor schon wieder der Kwiat, dann bitte Vorsicht mit dieser Einschätzung, denn für den gestrigen Zwischenfall, da konnte er relativ wenig bis gar nichts dafür. Er wurde von seinem Team einfach nicht darauf hingewiesen, dass von hinten Lance Stroll daherkommt auf einer fliegenden Runde. Das nutzt ihm so wenig in der Argumentation. Die Strafe bekommt er als Pilot aufgebrummt und wird um 3 Plätze zurückgestellt. Und er bekommt auch die Strafpunkte. Wir haben es im Vorlauf schon einmal ganz kurz thematisiert und jetzt hält der schon bei einem ziemlichen Sündenregister, dass nur mehr ein Punktel fehlt und er würde dann für ein Rennen gesperrt. Aber für den gestrigen Zwischenfall müssen wir ihn oder dürfen wir ihn frei von Schuld sprechen, dass man nicht den armen Russen immer verteufeln, Daniel Kwiat. Ferrari ist die Modefarbe. Vielleicht will Mercedes hier auch gar nicht gewinnen. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Wegen meiner Statistik. Sechst, weißt du das noch? Na klar, das ist ja Geistesblitz. Da schau her, wer da ist. Wer ist das? Ashton Kutcher. Aha. Also, die Statistik. Jetzt, normal bin ich immer der, der immer die Statistiken da aus dem Ärmel haut. Jetzt sagst du, naja, weil man es gemerkt hat, bist ja beeindruckend, was du da alles uns mitteilst. Aber das ist ja wirklich eine faszinierende Statistik. Dass so, derjenige, der hier gewinnt, nie Weltmeister wird. Das war das letzte Mal der Fall, dass der Ungarn-Sieger auch Weltmeister wurde. So, jetzt prüfe ich dich. Schumacher. Ja, wann? 2003. Falsch, 4. 4. Aber kriegst du ein Mitarbeiterplatz. 1-2. 1-2. Also, Ungarn-Sieger und im gleichen Jahr Weltmeister. Das ist sich seit 2004 nie mehr ausgegangen. Umkehrschluss, der hier und heute gewinnt, wird nicht Weltmeister. Zumindest laut Statistik. Das interessiert die 20 Herrschaften da unten einen feuchten Kehricht. Aber ich hoffe, Sie zu Hause finden die Statistik ähnlich faszinierend wie der liebe Alexander. Mit Sicherheit. Das könnte man jetzt auch statistisch beweisen. Ein bisschen weniger suffisant. Da haben wir die möglichen Strategien. Einstopp-Strategie. Da müsste man sich bis Runde 22 in etwa durchkämpfen. Zwei-Stopp-Strategie. Dann wären die prognostizierten Boxenstopps in den Runden 16 und 43. Es wird
auch auf die Verkehrslage oder hauptsächlich auf die Verkehrslage ankommen. Vettel und Hamilton, nur mehr durch einen Punkt getrennt in der Fahrerweltmeisterschaft. Aber bitte passen Sie mir auch auf den Valtteri Bottas auf. Der ist weniger als einen Rennsieg entfernt von der WM-Führung. Da sind wir eingestiegen bei Daniel Ricciardo. Da geht es schon hinein in den Mittelsektor. Das ist Kurve 5, langgezogene Rechtskurve, leicht bergauf geht die. Und dann fährt das Feld hin zur Schikane. Ziemlicher Rhythmusbrecher, diese Schikane da oben. Ja, schon. Lästig. Aber dadurch, dass sie gar nicht so einfach ist zu durchfahren, ist sie gut. Das ist jetzt eine wirklich coole Passage hier im Laufe des Rennwochenendes. Baut sich hier sehr viel Bodenhaftung auf. Und durch diese Links, dann die Rechts, dann der leichte Linksweg und diesen die schnelle Elferkurven hinein. Das watscht die so richtig ab mit den Fliehkräften und das Auto tänzelt dadurch. Und in Ungarn braucht man sehr eine starke Vorderachse, um die Rundenzeiten rausquetschen zu können. Dann ist die Hinterachse leicht, da muss man ganz sensibel und vorsichtig sein mit dem Auto, mit dem Gaspedal. Und das macht die Strecken wirklich cool zum Fahren. Das weiß natürlich auch der Mann, der hier auf der Pole Position steht. Große Ferrari-Boss Marchione ist da. Da hat es heute Vormittag ein Meeting gegeben bei Mercedes. Ein Treffen auf höchster Ebene. Man hat sich auf der Terrasse, auf der Dachterrasse von Mercedes getroffen. Was mich persönlich freut, ist, dass die Stimmung hier wirklich auch heuer wieder großartig ist. Viele, viele Fans, die Formel 1 boomt. Dieser Zweikampf Ferrari gegen Mercedes, der macht den Fans Spaß. Die Fans in Rot hier deutlich in der Überzahl. Okay, also das war ein Hinweis an Toto Wolff, aber offenbar nichts, was den Mercedes-Motorsportchef irgendwie in Angst und Schrecken versetzt hätte. Das ist Paul Di Resta auf den letzten Metern zur Startaufstellung. Ein erstes Mal seit Brasilien 2013 fährt er bei einem Formel 1 Grand Prix mit und er hat gleich einen hinter sich gelassen im Qualifying. Das ist es durchaus beachtlich festzuhalten. Er war schneller als Marcus Ericsson und nur 7 Zehntel langsamer als sein Teamkollege. Wie wird der Schotte das Rennen überstehen? Auch das ein kleiner, aber feiner Aspekt. Jetzt schauen wir uns aber mal die erste Reihe an. Rechts Sebastian Vettel, zweite Pole 2017. Links Kimi Räikkönen, hinter Vettel Valtteri Bottas. Guter Start haben wir da gesehen von Sebastian Vettel, der behauptet Position 1. Räikkönen auf 2, Bottas 3 und innen kommt Lewis Hamilton, zieht aber zurück, außen Max Verstappen, Rad an Rad mit Valtteri Bottas, der ist schon an Hamilton vorbei, der verliert gegen beide Bullen die Position, Hamilton zurückgefallen gegen Ricciardo und Verstappen. Und da gibt es Wheelbanging bei Red Bull, da fliegt was weg vom Flügel von Daniel Ricciardo und der Australier dann Reifenschaden. Na, an Wasser, an Schaden. Jetzt steht er quer. Daniel Ricciardo draußen und wir haben jetzt der sicherlich... Zumindest Safety Car, wenn nicht Red Flag in Runde 1. Vorne ist alles glatt gegangen, aber dann sind es ausgerechnet die beiden Red Bull-Piloten gewesen, die sich da in Kurve 2, und wir haben es angesprochen, in dieser Kurve tut sich immer was in der Startphase, hier aus dem Rennen schießen. Schau, Gelb ist schon wieder weg. Wo ist der Ricciardo hin? Aufgelöst, da steht er. Dann werden wir mehr als Gelb brauchen. Ja, da schauen wir, wie sich das Wasser rausdrückt. Ja, so links Wasser... Jetzt Kühler, werden wir Schaden. Irgendeine Maßnahme setzen Safety müssen, Car. Safety Car zumindest, ja. Da ist auch viel Debris on the track. Also sehr viele Carbon-Kleinteile. Bin gespannt, ob das Safety Car ausreichend ist. Reifenschaden hinten. Someone hit me. Yeah, I'm still looking at it. Das if that's who I think it was. Yes. Der Samwan, das war der Teamkollege. Irgendeiner hat mich getroffen. Es war Max Verstappen, der einmal mehr einen sehr aggressiven Start hingelegt hat. Aber wir werden es dann in der Lupe dann noch einmal genauer betrachten. Zu Sandra hat er noch gesagt, er wird ja. bedachtes Risiko, kalkuliertes Risiko eingehen. Und dann nimmt er da den Teamkollegen aus dem Rennen raus. Zwei sind einer zu viel in Kurve 3. So, wer kommt an die Box? Grosjean. Ericsson ist es.
Ja, Entschuldigung. Eriksson ist es. Und jetzt schaust du, schauen wir uns ganz genau den Start an und dann so, bitte achten Sie auf die beiden Red Bull-Piloten. Weggekommen sind sie alle gleich gut. Ja, gleiche Reaktionszeiten, gleiche Startperformance, dann reihen sie sich gleich einmal auf. Hinten geht es ein bisschen zu mit dem Eriksson. Und schauen wir, wie sie sich vorne einreihen, die Red Bulls. Jetzt in der Kurve. Spät auf der Bremse. Und dann rutscht er da, kommt er weit raus und da ist kein Platz mehr für Daniel Ricciardo, der die Spur hält. Ja. Also der hat nicht zugemacht, Ricciardo. Nein, der hat ihm genügend Platz gelassen, aber dadurch, dass Max Verstappen sich da ein bisschen verbremst hat, zu spät gebremst hat, rutscht er halt dann in den Daniel Ricciardo hinein. Start aus Hamilton sich, der eigentlich gut weggekommen ist, aber dann... Da zieht er gleich einmal zurück. Jetzt versucht er es innen gegen Bottas, dann steckt er zurück und wird Opfer der beiden Red Bull-Piloten. Links vorbei schon. Der hat dann nochmal kurz vom Gas gehen müssen, weil der Bottas auch nicht so gut rausgekommen ist. Und aus seiner Sicht können wir jetzt vielleicht das noch einmal besser auflösen. Ricciardo rechts, schau, da treibt es den Verstappen einfach nach außen. Also der Australier frei von Schuld. Ja, der Australier frei von Schuld. Beim Max, das hat man schön gesehen, der war zu knapp am Vordermann dran, hat Abtrieb verloren, kalte Reifen und ist da einfach rausgerutscht und war eine Spur zu ungestüm, also ich würde hier immer noch von einem Racing Incident sprechen, der aber dennoch von... Wow, das ist ganz knapp ein Auffahrunfall zwischen Räikkönen vorne und Verstappen und jetzt achten Sie, dass er da sich vertut auf der Bremse, da rutscht er raus, links vorn blockiert und dann schießt er Ricciardo ab. Ja, also wenn das ein kalkuliertes Risiko ist, dann... möchte ich es nicht sehen, wenn er volles Risiko eingeht. Sowas ist ihm auch noch nie passiert im Laufe seiner Karriere. Aus in Runde 1 zum ersten Mal in der Formel 1 Karriere des Daniel Ricciardo und er konnte nichts, aber auch gar nichts dafür. Er hält hier die Spur, bleibt auf der Linie und dann hört das Gauchen. Da ist der Reifen hinten kaputt und dann dreht sie ihn in Kurve 3. Ja, am eigenen Wasser, ja, weil das Wasser hat auch noch so ein Mittel dabei, das ist ja nicht nur normales Wasser und das ist dann sehr rutschig. Hier ist zu Gast bei Palma. Da sehen wir jetzt dann, wie es... Ja, der musste dann den Daniel ausweichen. Da hat man schön gesehen, dass der Hinterreifen von Daniel Ricciardo schon voll mit Wasser angespritzt war und er sich dann halt wegtrat. Ja, schade, Der hat einen Beißer drinnen im Mund. Einige Fahrer haben das. Ich habe das auch einmal versucht. Hat mich sehr gestört, weil man beim Fahren dann auch immer stark beißt, zusammenbeißt. Und knirschen. Ja, wenn er auf die Beißerchen... drinnen diese Schienen, ja, wann, der hat es beim Fahren. Wenn du auf den Beißerchen aufpassen willst, damit er schön lachen kann, dann brauchst du jetzt so ein Knirscherl. Da braucht man Bindemittel für das Lackerl, das der RB13 da gemacht hat. Ganz bitter für Daniel Ricciardo. Hier hat er sich in der jüngeren Vergangenheit immer wohlgefühlt. Er hat 2014 hier gewonnen und dann in den vergangenen beiden Jahren ist er hier jeweils Dritter geworden. Jetzt ist er draußen aus dieser Geschichte und das haben sie auch im Insert gesehen. Der Vorfall liegt bei den Stewards. Derek Warwick ist da dabei. Hinten nach habe ich zuerst ganz lustig gefunden. Poldi Resta, der hat gesagt, fahrt sie einmal, ich komme dann noch. Nein, das war nur sein erster Start, den er je gemacht hat. Hülkenberg-Kroschau. War ein Racing Incident. Been massively hit, but I don't know who, so I don't know if the car's got any damage. Yeah, it's the guys at the Renault. The guys are stupid, yeah. Yeah, understood. Okay, we're watching the data now. And Eriksson just pushed me off. What an intelligent guy. Ja, Grosjean beschwert sich da. Ich glaube, dass die Geschichte, die wir gerade gesehen haben, mit Hülkenberg. Genau, mit Hülkenberg, Und dann hat er gesagt, im Nachhinein hat der Eriksson auch noch irgendwie rausgequetscht, aber da muss ich sagen, wenn so viele in die erste Kurven wollen, dann passiert das halt. Roman hätte hier links vielleicht noch ein, zwei Meter Platz gehabt, um diese kleine Karambolage zu verhindern. Ich möchte euch überhaupt keine Schuld zusprechen, sondern das ist einfach ein Startgemenkel. Da musst du durch. Also wenn du das nicht gewöhnt bist, dann solltest du nicht Formel 1 fahren. Und er fährt
fast, was das Zeug hält. Bernd Mailänder sagt ja immer, er ist zwischen 95% und 98%, was er und das Auto drauf haben, weil dann dann und wann am Funksprüche kommen, Lewis Hamilton, der dann sagt, der muss schneller fahren, der fährt zu langsam. Also der gibt nahezu alles, um da irgendwie das Feld bei Laune und bei Temperatur zu halten. Und diese Onboard aus dem Safety Car, finde ich, war jetzt richtig gut, wo man das gehört hat, wie das Auto, wie das in die Kurve reinwirkt. Quitscht, ja. Auch wenn man jetzt gesehen hat, beim Einlenken hat er dann schwarze Striche gezogen. Und der steht da voll am Blech. Und trotzdem fahren die anderen zickzack und sagen, bitte fahr schneller, nicht zu langsam. Ja, außer im Regen, wenn ganz viel Regen ist, dann fährt der Safety Car mal zu schnell, weil man mit dem breiten Formel 1 Reifen, mit dem flachen Unterboden dann aufschwimmt, dann kann ein Straßenauto um einiges schneller fahren als das Formel 1 Auto. Es ist mittlerweile auch der zweite sauber Pilot an der Box gewesen, nämlich Pascal Wehrlein. Also Sauber hat bei beiden Piloten umgesteckt, von Supersoft auf Soft, versucht da irgendwie auszuscheren, irgendetwas zu probieren, um da vielleicht zum Erfolg zu kommen. Yeah, I mean, if you can do what Hülkenberg did to Roman, then it's gonna be a dirty race. Also wenn das durchgeht, was Hülkenberg mit Grosjean gemacht hat, dann wird's schmutziges Rennfahren, sagt der Teamkollege von Grosjean, sagt Kevin Magnussen. Das ist allerdings der Red Bull interne Kampf, den wir da noch einmal sehen. Ja, Palmer da im letzten Moment vorbeigezogen am querstehenden Red Bull. Die Sachlage ist eindeutig, aber nicht immer, wenn die Sachlage eindeutig ist, muss es zwangsläufig auch eine Strafe geben. Ja, so, Safety Car in the Slab, das ist einmal sicher. Ob das eine Strafe wird für den Max Verstappen, eine Verwarnung, Punkte, ja, bin ich gespannt. Könnte man vorstellen, mit der Kombination an Stewards, die wir hier sehen oder hier haben, dass wir durchwegs eine Strafe sehen könnten. Gary Connelly, Tim Mayer und Derek Warwick und dann noch einer vom ungarischen Verband. Die werden das Urteil fällen. Es geht wieder los. Vettel, Raikkonen, Bottas, Verstappen, Hamilton, der Verlierer der Startphase. Alonso hat einen guten Restart gehabt, hat sich super positioniert neben dem Landsmann Sainz, aber nicht ganz. Und Hamilton wird da ungeduldig hinter Max Verstappen in Kurve 2. Wieder ähnliche Situation wie vorhin gegen Ricciardo. Auch da war Verstappen innen, Ricciardo außen. Rauf zu Kurve 4 und dann wird es natürlich schwierig da zu überholen, auch in den DRS-Zonen. Die eine ist sehr, sehr kurz und die andere folgt unmittelbar auf die letzte Kurve. Und das ist eine schnelle Rechtskurve, da ist es aufgrund der Aerodynamik ganz schwierig, hinter dem Vordermann dran zu bleiben, dass man dann, wenn es wieder auf die Gerade rausgeht, Profit schöpfen könnte aus dem DRS. Der ist not amused, Daniel Ricciardo. Das kann ja nicht wahr sein. Ja, wirklich glaub, ärgerlich. Ich glaube, der ist sich da mit dem Marco auch nicht ganz einig, mit dem Doktor. Welche Gefahr stellt das Bindemittel dar, das wir da haben zwischen den Kurven 2 und 3? Ab jetzt weniger, weil die Ideallinie ist davon nicht betroffen und sobald die Sammel sich eingefädelt hat, die ganze Perle der noch 19 verbleibenden Autos, sollte es kein wirkliches Drama oder Gefahr mehr darstellen. Thank you.
Oh je, da ist ein Trainer im Spiel und der schaut sich das natürlich hier noch einmal an. Wie ist denn die Geschichte zugegangen? Wie bin ich da rausgerissen worden, zu früh in diesem Rennen? 10 Sekunden Strafe für Max Verstappen. Okay, copy Lewis. Yeah, we see what you're doing. Happy with that. 10 Sekunden Strafe für Max Verstappen. Da ist der Wapper, der versteht das nicht. Der Sachverhalt war eindeutig, also da gibt es wenig zu rütteln, welche Strafe man dann verhängt, ob man eine verhängt, ist dann ein anderes Kapitel, aber dass er da der Schuldige ist an dieser Kollision, da gibt es keine zweite Meinung. DRS freigegeben, Vettel allerdings schon aus dem DRS-Bereich rausgefahren, mit der momentan schnellsten Rennrunde und auch der Vorfall zwischen Grosjean und ihm hier. Nico Hülkenberg wird untersucht. Hülkenberg ausnahmsweise einmal hinter seinem Teamkollegen herfahrend. Palmer, den hat er da gerade vor sich. Ui, der tut sich schwer beim Einlenken, übersteuern. Dadurch durch die Dreierkurve jetzt drauf, in eine kleine Kompression in die blind einzulenkende Kurve 4. Und dann sind sie aufgereiht wie oft hier am Hungaroring. Wie auf einer Perlenkette zieht sich das Feld. Die Vorderen haben so ein bisschen eiliger. Ab Platz 6, ab Sainz, reißt es dann ein wenig ab. Alonso hat sich im Übrigen auch am Team Radio über Funk beschwert, über Sainz. Auch mir ist es nicht ganz sauber vorgekommen, wie er sich da verteidigt hat, als Alonso ihn hin zur Kurve 1 angegriffen hat. Ja, weil er zweimal die Seite gewechselt hat. Ganz genau. Das ist Esteban Ocon, der ist auf Platz 10. Hinter ihm die beiden Renault-Piloten und Lewis Hamilton verliert da extrem viel Zeit auf Sebastian Vettel. Hamilton hat zumindest in der Runde nach dem Restart versucht, Verstappen zu überholen. Der Versuch ist gescheitert. Jetzt hat er sich eingereiht und man hat so den Eindruck, dass er jetzt die Angriffe eingestellt hätte auf Verstappen. Ja, das hat er auch im Funk vorher noch gesagt. Also da muss man jetzt zu dieser Situation sagen, vor der Kurve ist Daniel Ricciardo vorne. Is that who I think it was? Yes. So loser. Uiuiui. Ui. So ein Loser. Schimpft er dahin. So, Loser, ein beleidiger Verlierer. Mhm. Das möchte ich jetzt so nicht bestätigen, aber zurück zum Vorgang. Ricciardo war eine Wagenlänge vorne beim Anbremsen, hat ihm innen den Platz gelassen. Der Max hat sich einfach etwas vertan, eine Spur zu spät gebremst, hinter dem Bottas dann auch noch Abtrieb verloren und rutscht da in den Teamkollegen hinein. Dementsprechend, wenn einer Schuld hat, dann der Verstappen und er wurde jetzt mit 10 Sekunden Strafe auch dem belehrt. Andere Stewards, ich hätte vielleicht gesagt, okay, das ist ein Rennunfall, hätte mit ihm dann gesprochen danach. Die FIA hat sich ja ausgesprochen, dass sie die Leute härter fahren lassen. Mhm. Wir haben schon einige Karambolagen gesehen, ähnlicher, aber nicht ganz so aggressive Art, die dann nicht bestraft worden sind. Aber unterm Strich kann der Max auf keinen Fall irgendjemand beschuldigen, dass er die Strafe bekommen hat. Radio check, radio check. We're having IT issues in the garage. Die haben ein Problem mit der IT und daher wurde das, der Funk noch einmal gecheckt bei Lewis Hamilton. Geantwortet hat er auf diesen Radio check nicht Lewis Hamilton. Und auch die Angelegenheit zwischen Alonso und Sainz ist jetzt zumindest einmal notiert. Das heißt, das heißt noch nicht, dass sie untersucht wird, diese Angelegenheit, aber sie ist einmal notiert. Nächster Schritt wäre dann die Untersuchung.
des Verhaltens von Carlos Sainz, als er sich gegen Fernando Alonso zur Wehr gesetzt hat. 1:22.2, Sebastian Vettel macht da ordentlich Dampf vorne. 1:24 Kimi Räikkönen kann nicht ganz mit, aber was eklatant ist, ja, ist die Rundenzeit von Valtteri Bottas. Der ist um über eine Sekunde langsamer als Sebastian Vettel. Der Mercedes-Pilot auf Platz 3 reißt da unfassbar weit ab. Da haben wir ein Bild hinter dem Verstappen, aber die beiden Roten, die sind deutlich enteilt und das bestätigt die Befürchtung von Mercedes-Seite. Toto Wolff hat es gesagt, wir sind hier auf Schadensbegrenzung aus und der kann da bei weitem nicht mit in dieser Rennphase. Valtteri Bottas mit Vettel und Räikkönen. So, hier die Super Slow Motion von Lewis Hamilton durch die Schikane, Kurve 6 und 7. Was Sie hier sehen am Reifen, das ist Pickup, also sind keine Blasen. Harmlos. Zu Gast bei Nico Hülkenberg. Radio check, system should be working now. Clear, good to have you back. So, schön, dass ich dich wieder höre, sagt Lewis Hamilton zu Peter Bonington. Die haben die Geschichte mit dem Funkgerät irgendwie wieder hinbekommen. Man hat wieder Kontakt zum Piloten. Die ersten Boxenstopps werden wir, natürlich haben wir schon zwei gesehen von Wehrlein und von Eriksen, aber die planmäßigen Boxenstopp kommen frühestens ab Runde 17, würde ich sagen. Hauptboxenstoppzeit wird dann ja in den 20ern sein, zwischen Runde 21 und 28, vielleicht sogar noch später, je nachdem wie viel Reifenverschleiß wir sehen. Alle Piloteningenieure sind sich klar, dass der Reifen jetzt abbaut, hitzetechnisch, aber um auf Zweistopp umzustellen, müssten wir dreimal so hohen Reifenverschleiß haben wie im freien Training gemessen. Hülkenberg. I think I'm gonna take a little breather from that group. Understood, Nico, understood. Hülkenberg lässt sich da ein wenig zurückfallen aus dieser Gruppe, hat er gesagt. Im Übrigen waren die Stewards in seinem Fall gnädiger, keine weiteren Konsequenzen hat die Kollision Hülkenberg gegen Grosjean nach sich gezogen. Der bleibt hier straffrei und wir haben Gelb in Sektor 1. Gelbe Flagge in Sektor 1. Verwendung von DRS wurde aufgehoben, nicht erlaubt in diesem Augenblick. Und wir fahren mit Sebastian Vettel, mit Kimi Räikkönen, Vettel vorne, hin in die erste Kurve hinein. Aber ist schon wieder aufgehoben, die gelbe Fahne. Dürfte sich einer verbremst haben, rausgerutscht sein, der Streckenposten gelb gezeigt haben. Und ja. Nicht nur bei Mercedes hat man IT-Probleme, sondern auch hier in der Kabine und sind gerade die Datenmonitore ausgefallen. Eines können wir aber beantworten, weil die Frage über Twitter kam von Michael, der Verstappen hat doch die Strafe bekommen, muss er die nicht innerhalb von drei Runden antreten? Nein, weil es keine Durchfahrtsstrafe ist, die müsste er antreten, diese 10 Sekunden Strafe, die sitzt er einfach beim Boxenstopp ab. Genau, und wenn diese Strafe ausgesprochen wird und er keinen Boxenstopp mehr zu tun hat, wird sie hinten am Ende angerechnet. Dadurch, dass der Max aber mit Garantie noch
einmal laut Regelmaß stehen bleiben muss, um auf den anderen Reifen zu wechseln, wird er bei diesem Stopp dann 10 Sekunden länger angehalten. Und das ist seine 10 Sekunden Strafe. So, jetzt ist die Angelegenheit Sainz gegen Alonso an der Investigation, also in der nächsten Stufe angelangt. Heißt aber noch nicht, dass es eine Strafe gibt gegen Carlos Sainz. Das ist die Hochrechnung in der Fahrerweltmeisterschaft zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wie ich meine, Runde 15. Und der Vorsprung des Sebastian Vettel, der wäre natürlich wieder deutlich angewachsen, denn der Konkurrent Lewis Hamilton nur auf Platz 5, der Deutsche selbst in Führung. Ein Punkt Unterschied ist de facto momentan zwischen den beiden. Sebastian Vettel im Übrigen immer in Führung in der Fahrerweltmeisterschaft seit dem ersten Grand Prix, seit Australien bis hierher nach Ungarn hat er die Führung gerettet. Das müssen wir vom Anfang an sehen. Das meint er, da hat den rausgeschoben, hat ja. Alonso beklagt. Naja. Das ist immer das Risiko, wenn du an der Kurvenaußenseite bist. Der Alonso hätte nicht einmal nichts anders gemacht. Das ist das Risiko, wenn du hinten nach fast außen vorbeigehst und dich positionierst. Der Innere kann ganz einfach argumentieren zu sagen, wir wissen alle, dass es Fliehkräfte gibt. Ich habe die Geschwindigkeit der Kurve vorher gewählt, kann dann nicht mehr anders und werde da rausgetrieben. Und dem ist auch in Wirklichkeit so. Natürlich macht der Fahrer dann noch ein bisschen früher auf, um den anderen in den Schmutz zu drücken. Das ist ja normal im Rennsport. Okay, Marcus, we can do one more lap in Sock 6, then we need to go back to Sock 7. I cannot go closer to him, it's impossible. His track is impossible. Okay, copy. I'm so much faster, otherwise I would not be this close. Okay, Marcus, copy that. Stay close to them. I come back to you. Auch das haben wir schon das eine oder andere Mal in dieser Saison erlebt, dass ein Sauberpilot behauptet, er sei deutlich schneller als der andere und trotzdem hinterher fährt. Jetzt ist es Marcus Ericsson, der sagt, ich bin schneller, wäre schneller als Pascal Wehrlein, aber ich kann nicht näher ranfahren und daher kann er ihn auch nicht überholen. Das ist genau die Geschichte hier am Hungaroring. Ob man da eingreift oder nicht, das werden sie am Kommandostand bei den Schweizern jetzt zu entscheiden haben. Da sitzt ein erstes Mal im Übrigen Frédéric Vasseur als Teamchef dabei. Der Franzose ist Nachfolger von Monisha Kaltenborn und er hat hier sein erstes Rennwochenende in dieser Funktion. Und er hat gleich einmal zwei maßgebliche Entscheidungen getroffen, was die Zukunft von Sauber anbelangt. Dieser Vorvertrag, den es offenbar gab mit Honda als Motorenlieferant ab 2018, der wurde in beiderseitigen Einvernehmen gekündigt. Lewis Hamilton sagt, die Reifen sind okay, aber ich habe nicht genug Delta, um Verstappen zu überholen. Das heißt, er bräuchte einen gehörigen Geschwindigkeitsüberschuss, um hier Verstappen überholen zu können. Ja, das den geht auf der Strecke, das reicht ihm nicht. Dementsprechend da positioniert er sich da so um die 1,4 bis 2 Sekunden hinter Max Verstappen, dass er heute noch halbwegs dran ist, aber sich die Reifen nicht kaputt fährt, denn seine Chance, den Verstappen zu überholen, kommt dann natürlich mit dem Boxenstoppfenster. Dann natürlich hat man ihn auch schon darauf hingewiesen, dass Verstappen ja eine 10 Sekunden Zeitstrafe hat, also aufgerechnet bekommt oder absitzen muss. Dann ist der Verstappen für ihn jetzt keine primäre Gefahr mehr. Er orientiert sich dann natürlich schon an Teamkollegen, an Valtteri Bottas. Das Zweite, was ich zu Sauber noch sagen wollte, die haben bei Ferrari verlängert. Also die Paarung Sauber-Ferrari, die geht in die nächsten Jahre hinein. Allerdings wird Sauber ab 2018 mit aktuellen Motoren ausgestattet sein und nicht wie in der heurigen Saison mit dem Vorjahresmotor. Und das ist ja auch das Pinkerl, das sie zu tragen haben. Daher geht da überhaupt nichts mehr weiter bei den Schweizern und daher fahren sie dem Feld mehr oder weniger aussichtslos hinterher momentan. Keine weitere Aktion.
gegen Carlos Sainz nach diesem Vorfall beim Restart mit seinem Landsmann Fernando Alonso. The tire's okay, but I feel like I'm driving on oil everywhere. It's no grip. I think it's a general comment from everybody. Your pace is good. So, er hat gesagt, er fühlt sich an, wie wenn er auf Öl fährt. Es rutscht sehr stark. Der Reifen allerdings ist okay, baut nicht sensationell aggressiv oder dramatisch ab. Allerdings wenig Grip und sein Ingenieur hat ihn darauf hingewiesen, das dürfte ein Kommentar sein, den so alle Fahrer teilen. Die Lücke ist groß, die da klafft zwischen den beiden Finnen, zwischen Raikkonen und Bottas. Ein Indiz dafür, dass Mercedes hier nicht in die Gänge kommt, ist auch, dass Max Verstappen hier relativ mühelos an Valtteri Bottas dranbleiben kann. Der kann die Rundenzeiten da durchaus mitgehen. Das ist Guido van der Garde mit dem karierten Hemdall. Der ist schon lange nicht mehr bei einem Grand Prix Wochenende dabei gewesen, der Niederländer, der einst seinen Vertrag bei Sauber eingeklagt hat. Und da gibt es jetzt die Team Order Hülkenberg vorbei an Joelon Palmer. Der Brite musste den Deutschen passieren lassen. Max Slade, ein Renningenieur, passt auf, aber das war eindeutig ein Joe's been asked to let you pass, Nico. Joe is slower than you. Jetzt haben wir die Bestätigung. Genau, eindeutig Team Order. Und hat Joe gesagt, dass er den Nico vorbeilassen fahren muss. Carlos Sainz fährt auf einem beachtlichen sechsten Platz. Hinter Sainz nach wie vor Fernando Alonso. Die beiden Spanier also auf 6 und 7. Dann Perez auf Platz 8. Van Dorn auf Platz 9. Es gibt doppelte Punkte für McLaren. Und 10. ist Esteban Ocon. Beide Renaults noch außerhalb der Punkteränge. Was macht Paul Di Resta? Der ist auf Rang 17 vor den beiden Sauberpiloten. Allerdings Wehrlein und Ericsson waren schon einmal an der Box. Fernando Alonso, gestern hat er Geburtstag gehabt, 36 Jahre alt ist er jetzt. Und jetzt geht's vorbei am Bindemittel, den Berg hinauf, hin zur Kurve 4, blind einlenken nach links. Da hat man neue Doppelkörbs an der Außenseite von Kurve 4 montiert. Eric Boyer schaut zu und mit diesem Rennen, mit diesem Ausgang könnten sie an Sauber vorbeiziehen in der Konstrukteursweltmeisterschaft und das muss einmal das erste Ziel sein von McLaren. Die rote Laterne in der Konstrukteursweltmeisterschaft abgeben. McLaren hat 2 Punkte, Sauber hat 5 Punkte. Bei diesem Stand der Dinge, bei diesem Ergebnis, wäre Sauber neuer Letzter und da ist Paul Di Resta. The front left tire pressure is slowly dropping. We're monitoring it. We're monitoring it. Wonderful. Okay, I think we have a slow leak, so we'll box. We'll box now. Okay, Renningenieur von Kronschau teilt ihm mit, dass der Reifdruck vorne links langsam abfällt. Dann den Kronschau-Funkspruch brauche ich nicht übersetzen. Der hat sich kundgetan, dass er nicht happy ist. Und jetzt kommt an die Box, weil er links vorne einen schleichenden Platzfuß hat. Und aus Sicherheitsgründen kommt er dann rein. Wird natürlich, wie Sie hier sehen, umstecken auf den gelb markierten Reifen, auf den Option-Reifen. Und mit dem kann er jetzt bis
zu Rennende durchfahren. Sector 1 and 3 lap times. Okay, leave me alone. Okay. Leave me alone, lass mich bitte in Ruhe, sagt Carlos Sainz, der da gleich einmal den Funkspruch seines Renningenieurs abwürgt. Ich schaue mal die Rundenzeiten an. Im letzten Umlauf war Kimi Räikkönen der schnellere der beiden Ferrari-Piloten und Valtteri Bottas schneller als beide. Als Vettel und als Räikkönen. Oh, ja, da Problem. Okay, Roman, stop the car. Stop the car. Just bring the car in slowly. We believe we have a crossed wheel nut. So just go slow. We'll come back to you. Do you feel anything loose? Sie haben ein Problem mit der Radmutter. Genau, da haben wir's. Hinten, das linke Hinterrad wurde nicht sachgemäß montiert. Und er läuft der Gefahr, das Rad zu verlieren. Na, weiter winkt. Schau hinten links, ja. Und der sagt, da stimmt was nicht. Ja. Und der Grosjean eiert von dannen. Oh, und wir haben doppelt gelb. Was? Warum in Sektor 11. Der wollte da die Gefahr vermeiden, dass er sich vom linken Hinterrad befreit. Naja, aber solange es nicht runterfällt, das hat eine Sicherung drauf. Wenn man da langsam fährt, kommt man schon zurück. Das Rad ist noch drauf. Hat er da jetzt ganz demotiviert einfach den Hut drauf gehabt oder gibt es einen technischen Grund? Vielleicht hören wir nochmal einen Funkspruch, in dem er angewiesen wird, dass er stehen bleibt. Aber ich werde da natürlich weitergefahren, weil wenn der Safety Car kommt, bist du auf einmal wieder im Spiel mit dabei. Vielleicht löst sich das noch einmal auf. Grosjean draußen aus diesem Rennen. Der zweite Ausfall nach Daniel Ricciardo, der Australier. Das hat das Bild hergegeben. Der war sauer, der war angefressen. Jetzt haben wir ein erstes Interview. Ein Statement von Daniel Ricciardo. Danny, three podiums in a row on this track came Daniel, to a really dreimal waren Sie hier end. Am Podest from your in Serie in Budapest. Wie hat dieser Ausfall yeah, aus Ihrer Sicht gewirkt? Yeah, the start was good and just chose mein Start war sehr gut. On the inside for turn one. Ich war innen für Turn 1, das war meiner Meinung nach good exit, richtig. So I was there and Max ist nicht gut rausgekommen aus der Kurve. Two, so I could ich war außen. And, yeah, just protect, I guess, Max that, hat that spät gebremst. And then I felt Max on the inside. Und dann habe ich Max schon bei mir an der Seite gespürt. Car, so, und das, der Schaden war groß am Auto. I don't know, there's no nice way of putting it, ich weiß nicht, das ist nicht nett von ihm gewesen. War es zu aggressiv, zu riskant von Max? Was würden Sie sagen? Which fault was it? Wessen Schuld war es? Also absolut die Schuld von Max. Ich würde nicht sagen, nicht aggressiv, ich würde dumm sagen, was sie hier gemacht hat. Aggressiv ist, wenn du versuchst vorbeizukommen, aber da konnte er nicht vorbeikommen. In der Innenseite, in der Position, er hat später gebremst und hätte nie vorbeikommen können. Das war eine dumme Aktion von ihm. Er hat 10 Sekunden Penalty bekommen, ist das okay? Also das ist jetzt nicht die Sache, weil ich bin aus dem Rennen draußen, also was gibt es da für eine faire Bestrafung? Werden Sie mit ihm reden? Absolut. Ja, klare, harte Worte von Daniel Ricciardo. Das war nicht aggressiv, das war dumm. Von Max Verstappen hängt der Schiff, der Haussegen bei Red Bull nach dieser Aktion. Ja, werden sie sich da wieder zusammenraufen? Ich hätte gern den Dr. Marco jetzt auch befragen, weil aus der Körpersprache und wie sie sich gegenseitig angeschaut haben, sind sie sich, glaube ich, da nicht ganz einig, wer wie viel oder welche Schuld trägt. Und dementsprechend wäre es toll, wenn wir vielleicht noch ein extra Interview spätestens nach dem Rennen uns besorgen können. Nach dem, was die Bilder hergegeben haben, war es relativ klar, würde ich sagen. Ja. Da hat Daniel Ricciardo mit der Einschätzung des Sachverhalts zu 100% recht. Check the steering is hanging to the left.
when I go straight. Is it getting worse or is it stable? I thought it's getting worse. Die Lenkung am Ferrari zieht nach links. Bitte schaut euch das an. Und wenn ich meine, ganz kurz, das muss ich schon noch sagen, wenn ich meine, Ricciardo hat recht, dann nur mit der Schuldfrage. Nicht, dass der Verstappen dumm ist. Das möchte ich so nicht bestätigt haben. Ja, zurück zu Sebastian Vettel, der sagt, auf der geraden Fahrrinne steht das Lenkrad nach links, dann muss er ein bisschen rechts rüberziehen. Vielleicht bleiben wir hier gleich mal drauf. Er muss noch links lenken, ja, das sieht man ja. Das Lenkrad steht dann nicht gerade. Das kommt vor manchmal in Rennautos, dass sich hier die Spur und die Einstellung der Spur verändert. Vielleicht ein kleiner Schlag oder harter Sprung über den Curb. Ja. Aber mit dem muss er jetzt leben. Deshalb auch die Frage des Renningenieurs, wird es schlimmer, ja? Dann ist vielleicht etwas locker, dann muss man eher aufpassen und wenn es stabil ist, dann fährt man halt einfach einmal weiter. Okay, Lewis, if you press the marker button, if you can hear us. Okay, Lewis, we saw the marker button press. We think the radio is one way. Und die haben weiterhin... So, Valtteri, we're having some radio problems still. You are in your VSC and safety car windows, so you'll be in if you see them. Just confirm. Ja, die haben weiterhin Funkprobleme bei Mercedes, zumindest bei einem Auto, bei Lewis Hamilton. Valtteri Bottas hat hier auf die Frage gleich einmal geantwortet, beziehungsweise hat Copy gesagt. Das heißt, ich habe es verstanden, habe es gehört. Bei Lewis Hamilton ist nichts zurückgekommen. Das ist... eine lästige Geschichte für Lewis Hamilton und die Geschichte mit Grosjean wird nach dem Rennen untersucht. Das ist dieser Unsafe Release, die haben den rausgeschickt, obwohl die Räder nicht sicher montiert waren. Und das wird sicher in irgendeiner Art und Weise geahndet werden, denn das ist was, wo man sehr, sehr pingelig ist und das völlig zu Recht. Kimi Räikkönen hat ein wenig was vom Rückstand wegmachen können. Rückstand auf Sebastian Vettel und Valtteri Bottas kann jetzt wieder interessanterweise die Pace vom Ferrari nicht mehr mitgehen. Hat ein kleines Zwischenhoch gehabt von den Rundenzeiten her, liegt jetzt aber wieder auch in den Rundenzeiten her. 2-3 Zehntel pro Runde hinter Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. So, in der Kurve 1 verpassen sie alle immer den Scheitelpunkt. Die Windrichtung hat von Freitag, Samstag, heute auf Sonntag geendet. Hat sich geändert, Rückenwind. Und wenn der Fahrer einmal bei 95 Meter bremst hat, dann tut es sich schwer, dann wieder zurückzustellen und früher zu bremsen mit der Rückenwind. Natürlich hat man weniger Abtrieb und muss dann ein bisschen zeitiger bremsen. No chance, even with DRS, they're faster. That's right. Yeah, we can see that. Understood. So you know what you have to do. So, Nico Hülkenberg sagte, er hat überhaupt keine Chance, hier vorbeizukommen. Sein Konkurrent in dem Fall, Esteban Ocon, ist auf den Geraden einfach zu schnell. Und dann hat er gesagt zum Ranger, also du weißt, was du zu tun hast. Dementsprechend hier die Aufforderung strategisch, dem Nico zu helfen. Vermutlich mit einem Undercut, aber das müssen sich die Ingenieure jetzt selbst ausmachen. Wir sehen, dass die Strecke immer mehr Gummiabrieb bekommt, obwohl der Reifen natürlich älter wird, die Rundenzeiten teilweise immer noch extrem schnell sein. Im Fall von Lewis Hamilton jetzt mit dem allerbesten Mittelsektor. Dementsprechend sehen wir, dass die Boxenstopps sich nach hinten hinaus verschieben. Jeder fährt einmal, solange es noch geht. Das heißt, Einstopprennen
ist mehr oder weniger besiegelt. Sollte es da nicht zu irgendwelchen Zwischenfällen, Safety Car oder Ähnlichem noch kommen. Wir haben die Phase der Überrundungen schon begonnen, Sebastian. Vettel ist vorbei an Marcus Ericsson, fährt jetzt hinter Pascal Wehrlein her. Auch Räikkönen an Ericsson vorbei. Gibt es jetzt den Hinweis und die Information aus der Mercedes-Garage. Also dieses Funkproblem haben sie nur an einem Auto, nur am Auto mit der Nummer 44, wo Lewis Hamilton drinnen sitzt. Und die Kommunikationsprobleme sind offenbar nur in eine Richtung gehend. Bradley Lord, der Pressechef, sagt... Er kann uns hören, aber er kann nicht zu uns sprechen. House balance, give me house balance, just be aware, Bottas last lap, 22.3. Yeah, it's okay, but I'm stuck now behind. Tip, I start suffering because I'm getting close. My car is absolutely fine. Understood, mate, understood. Ja, das, da hat er recht. Er ist jetzt so weit an Vettel dran, dass er eigentlich hinter ihm steckt. Das hat Kimi Räikkönen jetzt gesagt. Rückstand Nummer 1,3 Sekunden. Räikkönen war in der letzten Rennphase der Schnellere der beiden. Ja, und er wurde halt hingewiesen, dass er aufpassen muss, dass Bottas mit einer 22,7 da in großen Schritten jetzt näher kommt, den Zeitrückstand auf 6,2 Sekunden verringert hat. Das ist noch nicht oder noch lange nicht beunruhigend. Und dementsprechend hat halt der Kimi dann auch mitgeteilt. Ja, das ist so schön, dass man das sagt, aber ich wäre auch aufgehalten. Die Ferrari-Box kann sich das noch kurze Zeit anschauen. Jetzt Räikkönen nur noch 1,1 Sekunden hinterm Sebastian Vettel. Kann man nicht vorstellen, dass es hier eine Teamorder gibt, dass man den Kimi vorbeilässt. Ähnlich wie wir das bei Hülkenberg und Palmer gesehen haben oder gehört haben. Lance Stroll an der Box. Sekunden, wieder sehr guter Boxenstopp bei Williams, das haben sie drauf. Im Rennen spielt sie eine untergeordnete Rolle und da kommt Valtteri Bottas. So, jetzt geht's los mit den Boxenstopps der Top-Gruppe. Warum den Bottas? Ja. Erstens war der Boxenstopp jetzt nicht schnell, er hat als Führender... Oh, 3-5, ja. Er hat als Führender die Wahl und... Und der Alex ist sich nicht ganz sicher. Ja, weil für einen Undercut kann er hier überhaupt nicht sorgen, weil er eben diese 6 Sekunden hinten war. Und der Hamilton hat immer noch sehr schnelle Rundenzeiten. Den werden sie jetzt länger draußen lassen und den Overcut versuchen. Das war um 1,7 Sekunden, glaube ich. 1,5 Sekunden langsamer links, als der Williams-Boxenstopp beispielsweise. Der musste links vorne nochmal nachsetzen, das haben wir hier schön gesehen. Mhm. Das hilft Valtteri Bottas hier auch nicht weiter. Nein, aber zurück zu Hamilton. Der kontert jetzt sofort mit dem schnellsten ersten Sektor, wird sich alles, was er im Auto hat, die Race Plus und... Front, sir. Not in a healthy shape. Understood. Will be soon. Don't extend it. So, die Vorderreifen lassen nach. Genau, und bitte nicht verlängern den Boxenstopp. Aber zurück zu Hamilton. Hamilton wird jetzt versuchen... Ja, da ist er. Geht nicht an Verstappen vorbeizufahren. Jetzt muss ich sagen, dass es hier fair zugeht, dass man die hintereinander reinholt und nicht länger wartet und vielleicht Hamilton dann mit extra Curse und extra Motorpower versucht so elegant an den Bottas vorbeizuschiffen. Ja, da kommt Pascal Wehrlein, dann Valtteri Bottas und Lewis Hamilton reiht sich wieder ein hinter seinem Teamkollegen. Ja, also hier keine klare Nummer 1, Nummer 2 Stellung, sondern komplett faire Behandlung beider Piloten bei Mercedes-Benz. Thank you.
So, jetzt geht's auch bei Ferrari langsam, aber sicher zur Sache. Wer kommt da als Erster rein? Vettel oder Kimi Räikkönen? Ja, Sebastian Vettel vermutlich. Der muss zuerst einmal an Wehrlein vorbei, hat er jetzt geschafft und Vettel ist an der Box. Räikkönen vorbeigefahren, Vettel ist da. Wie arbeiten die Mechaniker? 3,0, auch nicht ultraschnell, muss man sagen. Die Abfertigung von Sebastian Vettel. Hinten tauchen die beiden Mercedes auf, Bottas und Lewis Hamilton. Vettel natürlich klar und deutlich vor den beiden wieder herausgekommen. Und Kimi Räikkönen, ja, der greift nach der Chance, denn der hat einen absolut schnellsten ersten Sektor hingeknallt. Jetzt hat er freie Fahrt, der Finne. Jetzt kann er zeigen, was er drauf hat. Im ersten Abschnitt hat er es krachen lassen. Auf den ersten 30 Sekunden absolut schnellster. Jetzt ist der Finne im Mittelsektor drinnen. Ja, ja. 1,1 Sekunden hat er Rückstand gehabt vor dem Boxenstopp. Bei wem sind wir zu Gast? Bei Räikkönen. Au, der wird schimpfen. Hey, what the f*** is this, Willi? Also hat er geschimpft wie ein Rohrspatz und jetzt haben wir den gleichen Zugang wie beim Mercedes, also innerhalb von zwei Runden beide Piloten hereinzuholen, auch bei Ferrari. Bottas hat zwei absolut schnellste Sektoren hingelegt. 2,7, der Räikkönen-Stopp um 3 Zehntel schneller als jener von Sebastian Vettel. Aber der Deutsche, der bleibt vorm Finnen. Das wird dem Kimi jetzt so stinken und allen Kimi-Fans, dass er genau in dieser Runde den Verkehr hat. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, der Williams-Fahrer, ob das jetzt der Lance Stroll oder Paul de Rester war, kann ich Ihnen nicht mitteilen. We're on the backup radio now. See if you can transmit. Okay, there's no Jewett on the backup radio. We can see you keying up. Okay, das heißt, man hört den Lewis Hamilton nicht. Räikkönen Stopp in der Wiederholung. Stopp war besser als jener bei Sebastian Vettel. Trotzdem ist es sich nicht ausgegangen. Dieses eine Überrundungsmanöver kurz vorm Reinfahren in die Boxengasse, das hat vielleicht die nötigen Zehntel gekostet. Was sagt er? I had the speed to stay out. Ja. Jetzt beschwert er sich, dass man ihn reingeholt hat. Ich hätte den Speed gehabt, um noch draußen zu bleiben. Er beschwert sich auch zu Recht. Denn das Team weiß ja, wann er zum Überrunden kommt. Schon 2, 3 Runden vorher, das kann man berechnen. Dazu gibt es die Ingenieure und die Software und die Computer. Und dass man da halt diese extra Runden wartet und für Räikkönen das Risiko hat, im Verkehr eben dann in seiner Runde an die Box behindert zu werden. Ja, würde ich sagen, ist vielleicht nicht gut aufgepasst oder suboptimal. Und natürlich eine Zachergeschichte für den Kimi und alle Fans. So, Max Verstappen in Führung hier in diesem Rennen, allerdings auch nur, weil er noch nicht an der Box war. Dann Vettel, Räikkönen, Bottas, Hamilton. Das sind die Positionen vorerst einmal bezogen nach dem Stopp. Und die beiden sind noch ohne Stopp unterwegs. Vorne Sainz im Toro Rosso auf Platz 6. Hinter ihm nach wie vor Fernando Alonso im McLaren, der noch immer hält. Und der Vorsprung von Max Verstappen auf Lewis Hamilton ist insofern interessant. Da geht es natürlich auch um diese Delta-Time, die liegt hier bei 22 Sekunden in etwa, also für Verstappen. No foot left or rear left. Copy, Carlos, copy. Do your best. Die Reifen auf der linken Seite sind am Ende, sagt der Carlos Sainz und der Renningenieur sagt, gib dein Bestes, also der Vorsprung von Verstappen auf Hamilton, der müsste schon deutlich größer sein, denn da kommen noch die 10 Sekunden dazu. Also insofern war es, ja, ist es relativ hoffnungslos, dass der Niederländer da irgendwie Positionen gut machen kann. Beziehungsweise den einen oder anderen, der ihm da hinterherfährt, nach dem Boxenstopp überholen kann.
mit dem Boxenstopp überholen kann. Das Radwechseln, das habt ihr wirklich drauf bei Williams. 2,6, auch beim zweiten Auto ein guter Stopp. Das hat Tradition bei Williams. Bei 6 von 10 Rennen in dieser Saison haben sie den schnellsten Boxenstopp absolviert. Und auch da hat man in etwa, ja, bei McLaren vielleicht jetzt die Position hergeschenkt. 7 Zehntel haben die McLaren-Mechaniker länger gebraucht als jene von Toro Rosso. Und daher ist der Sainz vor Alonso geblieben. Der eine wird lachen, der andere spucken. Der Fernando Weiss, jetzt muss er schnell nachsetzen. Na, Sainz, aber ist ein Schwanzler, schau, was macht er, das ist die gerade ist zu kurz. Sainz, so ein Tick-Tack, na, habe die Ehre. Nicht zum ersten Mal am heutigen Tag, Carlos Sainz, Zickzack unterwegs. Da wird der Fernando mit Sicherheit sofort am Funk kommen. Was ich mich frage, da gibt es ja oft den Funkspruch, mach genau das Gegenteil, was der vor dir macht. Warum? Jetzt ist er in der Schikane gerade ausgefahren. Ja. Warum fährt dann Alonso in die Box rein, wenn Sainz vor ihm in die Box reinfährt? Das weiß ich nicht, ob sie in dieser Situation jetzt sich so entschieden haben oder nicht reagiert haben. Aber das gibt es oft, dass der Fahrer das dann selbst in der Hand hat. Wenn der vor ihm Fahrende reinbiegt, dann bleibt er draußen, versucht dann eine Runde schnell zu fahren. Da ist Alonso noch einmal da bei der Schikane drüber gefahren. Nichts passiert, weil Sainz ohnehin vorne bleibt. Und da schiebt sich die Geschichte in Silber ordentlich zusammen. Hamilton an Bottas dran. Ericsson ist da gerade überrundet worden. So, jetzt kann man den Lewis Hamilton natürlich nicht hören. Ja. Wie er sich vielleicht mitteilt, dass er schneller ist. Also momentan schaut es nach den Plätzen 3 und 4 für Mercedes aus. In welcher Reihenfolge? Das ist noch nicht ganz ausgestanden. Wow. Alonso sticht hinein ganz spät und dann außen noch will er vorbeigehen in der Kurve 3. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er durch. Jetzt hat er sich da durchgequetscht. Jetzt führt Alonso vor, oder ist Alonso vor seinem Landsmann Carlos Sainz. Lewis Hamilton, der da im Vergleich zum momentan führenden Max Verstappen viel Zeit gut macht. Because obviously Mercedes is catching. I have nothing that I can do. Understood, Kimi, understood. He has handling issues at the minute, Kimi. He's struggling with his handling. Ah, Vettel hat Probleme und... And try to avoid heavy curbing. Try to avoid heavy curbing. Und Raikkonen fragt, fährt er überhaupt voll vor mir? Denn die Mercedes kommen von hinten herangebraust. Haben wir da die Medaillen zu früh vergeben am heutigen Tag. Vettel hat Probleme. Ja, und Vettel wurde dann auch im Funkspruch darauf hingewiesen, dass er nicht zu stark über die Curbs fahren soll. Vermutlich ist immer noch das Thema mit der schiefstehenden Lenkung. Und der Bottas ist nur noch 2,5 Sekunden hinter Kimi Räikkönen. Der sagt, er kann nichts machen, er könnte schneller fahren. Er steckt hinter dem Vettel und wundert sich, ob der hier alles gibt. Ja, und da sind sie da, die Mercedes. Jetzt haben wir da ein schönes Führerpackerl vorne beieinander. Max Verstappen nach wie vor in Führung, allerdings ohne Stopp und ohne Strafe abgesessen zu haben. So we believe Vettel has an issue, so you can close him down. Vettel hat ein Problem. Jetzt musst du das Loch zufahren, Valtteri Bottas. Und dann sind wir gespannt, wie sie da reagieren bei Ferrari am Kommandostand.
Ja, und auch bei Mercedes. Ja, lassen Sie den Räikkönen fahren. Schicken Sie Räikkönen am Vettel vorbei, um den Sieg zu sichern. Ja, lassen Sie den Bottas an der Position 3 kämpfen gegen Räikkönen oder Vettel. Oder fragen Sie auch dort, die Positionen zu wechseln. Er fährt einmal in die frische Luft hinein. Nur die frische Luft ist schön, aber zeigt er sich auch. Aber er ist in Dreck genauso rübergefahren, ja. Maurizio Arrivabene, jetzt sind sie gefordert. Vettel in Nöten. Schauen wir mal, was die Rundenzeiten sagen. 22,2, 22,9. Also da bleiben sie sich nicht schuldig, ganz einfach, weil, wenn es tatsächlich so ist, Vettel der limitierende Faktor ist. Räikkönen kann nicht schneller fahren als Vettel, weil er hinten festhängt. Und für die anderen beiden gilt ab sofort genau das Gleiche. Bottas ist dran an Räikkönen und Hamilton hängt wie ein Fähnchen am Bottas dran. Jetzt haben wir den Vettelzug, den wir so in dieser Form sehr selten erleben. Wie schlimm ist das Vettel-Problem? Ja, vielleicht, wenn wir nochmal die Onboard-Kamera sehen könnten, das können wir beim ORF nicht entscheiden, das ist die internationale Bildregie, dann wäre es natürlich extrem schön, auf der Geraden mitzufahren und schauen, ob das Lenkrad immer noch gleich schief steht oder noch mehr. Peter Ponington war da kurz im Bild mit einer ganz ernsten Miene. Mhm. Da wird mit Sicherheit diskutiert, wer wen überholen darf und nicht. Whatever you make, don't put me under massive threat from Mercedes. For no reason. Understood. Ja, irgendwie, was immer auch macht, aber lasst mich dann nicht zu sehr unter Druck geraten von Mercedes, sagt Kimi Räikkönen. Der wäre schneller, meint er. Wird auch so sein. Davon ist auch auszugehen. Muss er Vettel abschirmen oder lässt man ihn ziehen? Naja, ich glaube, er muss ihn abschirmen. Eindeutig. Kimi fährt ja immer noch ums Leiberl ums nächste Jahr. Any sudden drop from the front left tire, you let us know, please. Wenn es vorne links irgendwie ein abruptes Problem gibt, musst du untersagen, sagt man Max Verstappen, der weiß das, sagt er zurück. Ja, der Max fährt jetzt von den Rundenzeiten her, wenn du hinschaust, der fährt 22,3, ist schon lange draußen auf demselben Reifen, 41 Runden natürlich, und fährt er dieselben Zeiten wie Vettel Räikkönen. Okay, wir wissen, beim Vettel geht es jetzt nicht ganz technisch unbekümmert dahin, aber das sind schnelle Rundenzeiten. Er muss natürlich noch seinen Boxenstopp machen, plus die 10 Sekunden absitzen, aber wäre das alles nicht gewesen, wäre auch ein Ricciardo noch im Rennen, dann hätten die Blauen offensichtlich den Speed hier mitzuhalten. Da ist er, Max Verstappen, und es ist doch keine Spazierfahrt für Sebastian Vettel. Kimi Räikkönen will seinen ersten Grand Prix-Sieg seit Australien 2013. Damals noch für Lotus am Steuer. Der fährt wirklich nicht über die Köpfe drüber, Sebastian. So ein braver Mensch. Folgt aufs Wort Sebastian Vettel, um sein Auto da zu schonen. Allerdings macht ihn das natürlich nicht schneller. Kimi Räikkönen hängt dran, dann kommt Bottas und dann Lewis Hamilton. Wie entwickelt sich die Geschichte? So, Ferrari cannot use the curbs, just close them down and attack. Jetzt ist Verstappen da und Bottas wird mitgeteilt, dass Ferrari nicht über die Curbs fahren kann, zumindest der Ferrari von Sebastian Vettel nicht. Das sind jetzt lange, lange, lange 10 Sekunden für Max Verstappen, die er aufgebrummt bekam, weil rechts auf den Mann, der beim Kühler gestanden ist. Der war ganz scharf fokussiert auf die Ampel, denn auf der Ampel sehen sie, ab wann sie arbeiten dürfen. Und da ist Derek Warwick. Links im Bild, der Ex-Formel 1-Fahrer Gary Connelly, auch ein Steward an diesem Wochenende, war der Mann rechts mit den dunklen Haaren. Ja, Zetti, ein treuer Seher, schreibt da über
Twitter, was ist dran an der Meldung von Sky Italia? Die haben das tatsächlich heute vermeldet, dass beide Ferrari-Piloten ihre Verträge für nächstes Jahr unterschrieben hätten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nur aus dieser Quelle und da steht man lang. Viel zu lang bei McLaren, bei Stoffel van Dorn. Der da im Rennen vor dem Alonso herumfährt, ein tolles Rennen fährt, auf Position 6 war, bevor er an die Box gekommen ist. Und dann sowas. Ärgerlich. Aber lieber Zetti, es deutet vieles darauf hin, dass sie mit dieser Fahrerpaarung weitermachen. Mit Vettel und Raikkonen in der Sommerpause will man, zumindest was Sebastian Vettel anbelangt, den Vertrag unterschreiben. Und auch Kimi Raikkonen dürfte da eine gute Position haben, ein weiteres Jahr Ferrari-Pilot zu sein. Ja, weil ich glaube, sie haben... der vertut deshalb dauert es so lang, weil er sich total verbremst hat halbe Autolänge. Mit dem Wagenheber fast über den Haufen gefahren. Da, jetzt achten Sie auf den Mann mit dem Wagenheber vorne, bummste. Ja, da werde ich ihn morgen kurz auf die Schaufel nehmen, den Stoffel. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Nein, nicht, aber wenn man über solche Dinge nicht lachen kann, hat man dann offensichtlich keinen Humor. Ordentlich wegkatapultiert. Das Viererpaket an der Spitze. Radio check. Oh, got you back, Lewis. Yeah, I can hear you, mate. Okay, man, look, I got a lot of pace. Not let me use it. I don't know why the Ferraris are slow. I don't know why. Yeah, copy, Lewis. We're looking into it. We are looking into the situation. We're aware. And this radio stuff sucks. My last tires were perfect. I could have kept going. Yeah, I have to agree with you there, Lewis. Yeah, it's all a bit rubbish at the moment. But yeah, keep your head down. Race is going to come to us. Just keep your tires in good shape. And yeah, things will start happening. Yeah, Lewis Hamilton. If I can't catch them and get past them, I have to let him back past. Das war klar. Just give me, let me know when I can race, Valtteri. Yeah, copy, Lewis. Yeah, we are looking at it. We are managing it. We'll let you know. Sobald man ihn hören würde, war genau das zu erwarten, was wir jetzt gehört haben von Lewis Hamilton. Zum einen hat er gesagt, es zipft ihn an, die Geschichte mit dem Funkgerät, dass man ihn so lange nicht gehört hätte. Denn er hätte länger draußen bleiben können, ähnlich wie Kimi Raikkonen. Auch er wäre seinen ersten Stint gerne länger gefahren. Und das andere, warum fahren die da so langsam? Lasst mich fahren, ich habe viel Pace zur Verfügung. Ich könnte viel schneller fahren. Lasst mich fahren. Ja, und einer, den man wirklich fahren lässt, ist unser niederländischer Kollege Max Verstappen. Der ist jetzt eine 20,4 gefahren. Das ist 1,6 Sekunden schneller wie ein Raikkonen oder Vettel. Da sieht man, wie langsam die fahren vorne. Ja. Natürlich ist Verstappen jetzt mit frischeren Reifen unterwegs, aber 1,6 Sekunden pro Runde schneller zu sein als das Führungsquartett, das ist schon ordentlich. Und Perez ist am Palmer vorbei, Perez auf Platz 9, Palmer noch auf Platz 10. Ja. Das wäre der erste Punkt für Jolyon Palmer heuer. Ja, aber der hat ja gar nicht verteidigt, der hat den Zug gemacht und hat sich ausbremsen lassen. Ja, Jolyon Palmer im rosanen Force India Sandwich. So ist es. Und in diesem rosanen Auto, wo wir gerade eingestiegen sind, da sitzt am Dienstag und am Mittwoch Lukas Auer drinnen. Testfahrten hier auf dem Hungaroring. Und der Tiroler DTM-Pilot wird an beiden Tagen, so ist das Programm momentan, im Force India Platz nehmen. Dienstag Nachmittag, Mittwoch Vormittag. Oh. Jetzt ist es geschehen. Stall oder? We are managing it. Wir bei Mercedes lösen das Problem. Und das ist jetzt passiert. Und damit hat sich auch die Frage geklärt, ob Valtteri Bottas heuer um die Weltmeisterschaft fahren kann. Der ist schon demonstrativ weit nach links rausgefahren. Ja, klar. Das hat er zähneknirschend zur Kenntnis genommen. Denn der wäre heute fast eingepackt links. Das ist... ja. Nicht im Sinne der Formel 1-Fans.
die da offenes Racing haben wollen und nicht im Sinne einer offenen Weltmeisterschaft. Valtteri Bottas, 23 Punkte, nur Rückstand auf Vettel in der Fahrerweltmeisterschaft. Und das Problem bei Vettel wird zumindest nicht besser. Bleib von den Curbs weg, sagt Riccardo Adami seinem Schützling Sebastian Vettel. Und für Valtteri Bottas ist das ein Nackenschlag. Wir haben noch vom Dreikampf um die WM-Krone gesprochen. So wird es wohl ein Duell sein, wenn die Herren an den Kommandoständen es so wollen. Ja, wobei normalerweise ist das Protokoll bei einem Team, das jetzt diese Rochade gemacht hat, das kommt Hamilton nicht vorbei, muss er ihn am Rennende wieder zurücklassen. Ja. Ob das der Lewis Hamilton macht, ob das Team diesen Punktspruch aussprechen wird, ja, ich glaube, wir werden es sehen. Aber eins kann man sagen, die beiden Finnen, die haben kein leichtes Leben bei den großen Teams. Ja, aber dafür ein reiches. Wenn du kein leichtes hast, dann ist vielleicht das Reiche auch nicht so schlecht. Besser als keines. Jetzt schauen wir, ob es dann tatsächlich wirklich dazu kommt, ob Hamilton die Position wieder hergibt, wenn auch er mit seinen Angriffsambitionen an den beiden Roten sich die Zähne ausbeißt. Also da wollen wir jetzt nicht vorschnell urteilen. Hülkenberg, der ist lange draußen gewesen im ersten Stint und die bringen das rechte Vorderrad nicht runter. Schlagschrauber, Ersatzschlagschrauber muss her. Jetzt geht's. Damit ist das Rennen von Nico Hülkenberg ziemlich kaputt. Aber die Frage drängt sich schon auf, warum soll jetzt Lewis Hamilton etwas schaffen, was Valtteri Bottas nicht geschafft hat? Wenn er mehr Speed hat und die Schneid hat, dass er dann zum Überholen ansetzt und das auch schafft, dann hat er mehr wie der Valtteri erreicht, weil der Valtteri ist nur hinten drinnen gesteckt, aber auch nicht einmal so knapp und ist nicht wirklich näher gekommen. Also es liegt jetzt ganz in den Händen diesen Mannes, wo wir auch zuschauen, wie er am Voleur dreht, Lewis Hamilton. Wenn er hinkommt, nahe dran kommt, vorbeikommt, ja, dann war dieser Schachzug auch verdient. Ja. Dann war sie richtig. So, jetzt haben wir die Bestätigung an Valtteri Bottas. Lewis lässt dich wieder vorbei, wenn er nicht an Räikkönen und oder Vettel vorbeikommt. Das ist, wie gesagt, das ist normales Teamprotokoll. Wenn es keine 1- und 2-Position gibt der Piloten, dann im Sinne des Teams lässt man jetzt einmal den Hamilton vorbei. Und wie gesagt, wenn er es nicht schafft, wird umgestellt. Die Frage ist, ob das der Lewis dann macht. Ich glaube, er macht es mit dem Bottas schon. Ja. Ja. Wir sind gespannt. 21 Runden noch zu fahren hier auf dem Hungaroring. Sebastian Vettel schleppt sich da mit einem angeschlagenen Ferrari durch die Gegend. Ist allerdings nach wie vor in Führung. Ja, man hat Sebastian Vettel gesagt, zu pushen, schneller zu fahren, weil Räikkönen nicht zufrieden ist mit seiner Position, dahinter Vettel herfahren zu müssen. Und tatsächlich fährt Sebastian Vettel jetzt seine persönlich schnellste Runde, natürlich auch im gleichen Atemzug Kimi Räikkönen. Der Finne einzig und allein davon abhängig, wie schnell der Deutsche vor ihm fährt. Valtteri Bottas, der hat gleich einmal da den Zug fahren lassen. Der hat die ersten drei wegfahren lassen, fährt jetzt doch mit größerem Abstand hinter Lewis Hamilton her. Ist das, um die Systeme kühl zu halten, das Auto, die Reifen zu schonen, oder ist das der Frustfaktor momentan?
da müssten wir jetzt reinschauen können in den finnischen Kopf. Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Toto Wolff bei den Chefstrategen am Mercedes-Kommandostand. Und Sebastian Vettel fährt mit Geleitschutz durch Ungarn. So make sure you can stay close to Lewis so that we can re-invert the cars. Jetzt wird er darauf aufmerksam gemacht. Du musst schon näher dranbleiben an Lewis Hamilton, dass wir euch wieder aneinander vorbeilotsen können. Dass wir das wieder schaffen, dich an Hamilton vorbeizulotsen. Wie lang hat er Zeit, Lewis Hamilton, seine Angriffe da anzubringen? Bis zur letzten Runde. Ja, keine einfachen Entscheidungen, die da getroffen werden müssen am heutigen Tag. Da geht es natürlich auch viel um Atmosphärisches dann im Team. Man hat noch eine ganze Saisonhälfte vor sich. Wie handelt man so eine Situation bei den Roten und bei den Silbernen? It's getting very hard to get close. Just do what you can, you've got overtake available. Okay, Lewis, so we're gonna have five laps to try and make something of this. Five laps. Fünf Runden. No pressure then. Bitte setzt mich nicht unter Druck, sagt Lewis Hamilton. Nein, er hat gesagt, ja, ist ja dann überhaupt kein Druck für mich. Also eigentlich eine ironische Frage. Aber ja. Die fünf Runden ist das, was das Team ausgibt. Da ist Hülkenberg bei Kevin Magnussen dran, aber noch nicht vorbei. Diese fünf Runden, ist das, was das Team ihm vorgibt? So lange hast du Zeit? Oder sind es vielleicht fünf Runden, die er mit einem schärferen Mapping fahren kann? Nein, fünf Runden, dass er mal Zeit hat, zu zeigen, dass er vorbeikommt oder zumindest ganz knapp dran ist. Und wenn er das nicht schafft, wird umgedreht, weil der Bottas vermutlich, oder wenn nicht der Valtteri selbst, sein Ingenieur wird sagen, der verteidigt ja die Position des Valtteri Bottas, der wird sagen, mein Pilot konnte nicht näher dran fahren, deshalb war er da hinten im Getriebe oder in dieser 1,5 Sekunden Position hinter Raikkonen. Und deshalb wird er sagen, schaut, der Hamilton kann auch nicht besser dran, ihr müsst wieder zurück umdrehen, weil jeder natürlich für seinen eigenen Fahrer, für sein eigenes Team sich einsetzt. Jetzt kommen dann die Überrundungen noch. Ja, die jede Sache Menge auch noch Überrundungen spannend machen könnten. Jetzt läuft die Spitzengruppe gleich auf bei Daniel Kwiat, vor ihm Hülkenberg und Magnussen. Also die werden sich jetzt irgendwie dann nochmal in den Weg stellen. Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton und Valtteri Bottas lässt sich nach wie vor Zeit, hat da momentan keine Ambitionen, den Abstand wieder zu verkürzen zu seinem Teamkollegen. Da ist Hamilton und dann schwenkt die Kamera da leider mit. Ansonsten hätten sie es gesehen, dass Valtteri Bottas da doch ordentlich Rückstand aufgerissen hat auf die ersten drei. Und einer lacht sich da hinten ins Fäustchen. Das ist Kollege Verstappen. Der ist nach wie vor schneller unterwegs als die ersten vier. Rückstand zwar noch beträchtlich, aber wenn sich das so weiterentwickelt, dann wird er irgendwann einmal gleich bei Valtteri Bottas anklopfen. Ja, du musst ja mental jetzt immer diese 10 Sekunden wegzählen, die da stehen geblieben ist. Deshalb wäre er von der Base her, wäre Red Bull heute dabei gewesen. Ne? Aber hätte wäre, zählt nicht, wenn man sich da gegenseitig niederkegelt in Kurve 2.
Kimi Räikkönen in der Fahrerweltmeisterschaft hat das satte 79 Punkte weniger als Sebastian Vettel. Der Deutsche in Führung, der Finne nur auf Rang 5 in der Weltmeisterschaft. Das spielt natürlich in all die Überlegungen, die da getroffen werden und gemacht werden, angestellt werden, mit hinein. Er wird hier eingebremst vom Teamkollegen. Allerdings auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn es jetzt nicht der Teamkollege wäre, sondern ein anderes Auto, ein anderes Team, auch dann wäre es schwer, da vorbeizufahren. Denn man muss, das ist auch thematisiert worden, einen ordentlichen Geschwindigkeitsüberschuss haben. Wie viel pro Runde müsste man schneller sein, um da ordentlich überholen zu können? 1,8 bis 1,9 Sekunden hier in Ungarn. Und das ist irrsinnig viel. Ja, ist irrsinnig viel. Ist dann schon sehr, weil schwierig, einfach die DRS-Zone ziemlich zahnlos ist. Wir können dann, wenn das Feld ein nächstes Mal durch Kurve 14 fährt, noch einmal darauf hinweisen, wie schwierig es ist, in Kurve 14 da irgendwie am Vordermann dran zu bleiben. Yeah, I'm gonna only ruin my tires even more. Is this what we're gonna do the whole rest of the race right now? Confirm, Kimi, confirm. Hamilton has backed off slightly for engine temps. So, Raikkonen sagt, ich wäre meine Reifen hier ruinieren, wenn ich da so knapp hinten nachfahre. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Und dann sagt er, ja, ist das, was wir jetzt bis zum Rennende machen, diese Übung, oder was? Und sein Ingenieur hat ihm gesagt, ja, das machen wir bis zum Rennende. Der Hamilton musste auch ein bisschen nachlassen wegen Wassertemperatur. Ob das jetzt nur eine beruhigende, vielleicht nicht wirklich stimmende Nachricht ist. Das Bild gibt es nicht her, dass der Hamilton jetzt nachgelassen hätte. Nämlich ganz und gar nicht. Jetzt in der Onboard können wir mitfahren, einmal durch Kurve 13. Und jetzt kommt dann gleich die Rechtskurve, Kurve 14. Und da ist es so schwierig, aufgrund der Aerodynamik am Vorderauto dran zu bleiben. Hier, genau in dieser Phase, jetzt wollen wir aussteigen aus dem Cockpit und daher. Und daher ist es so schwierig, hier in dieser DRS-Zone zu überholen. Zweite DRS-Zone, natürlich viel zu kurz, um da ernsthaft irgendetwas auszurichten. Da sind wir hier zwischen den Kurven 1 und 2, 86 Rennen sind verstrichen seit dem letzten Sieg von Kimi Räikkönen, großer Preis von Australien 2013. Damals war er noch im Einsatz bei Lotus. Sein letzter Ferrari-Sieg datiert aus dem Jahr 2009. Da hat er in Spa für Ferrari gewonnen. Und Max Verstappen auf Platz 5 liegend fährt eine gute Sekunde, in etwa eine Sekunde schneller als die vier vorne. Vettel, Räikkönen, Hamilton, Bottas. Nico Hülkenberg schaut da aufmerksam in den Rückspiegel. Hat einmal Vettel durchgelassen. Was macht er mit Räikkönen? Auch der zieht vorbei am Deutschen. Da kommt Lewis Hamilton. Wir sind in Kurve 2 drinnen. Hülkenberg hat sich ordentlich schlank gemacht. Aber da kommt schon der Nächste. Nämlich Kevin Magnussen im Haas F1. Und wir sind, Momentel von Max Verstappen. Beim Einlenken in die Kurve 11 ein bisschen zu weit draußen gewesen. Dann hat er hinten das Hinterrad zu weit links raus positioniert. Hat dann diesen kurzen Übersteuermoment abgefangen. Reifen schmutzig, verliert er mit Sekunde. Hat auch Vettel jetzt verloren in der Rundenzeit. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass er zuvor immer eine Sekunde schneller war, waren es eigentlich zwei. So we've been given five more laps. Front calipers reaching the limit. Yeah, don't worry about it. You want me to let me pass you back, yeah? Don't need to pass my nut off anymore. So negative, Lewis. Keep the pressure on the Ferraris if you can.
Doch, da wird diskutiert, wie lange darf ich noch versuchen, wie lange darf ich noch Gas geben. Da hat es ein kurzes Missverständnis gegeben mit dem Funkspruch, glaube ich. Und Bonington hat gesagt, nein, du kannst schon noch angreifen, du musst aber aufpassen auf deine Temperaturen der vorderen Bremszangen. George Russell ist das, der Mercedes Junior, der hier auch zu Testfahrer-Ehren kommen wird. Am Dienstag wird der junge Brite für Mercedes testen dürfen. Ja, was kann er machen? So wenig, weil da hinten noch, und es ist so zart, du verlierst einfach den Abtrieb. Und da kommst du nicht nah genug dran. Das ist ja ein Thema, das wir von den Fahrern her mit der FIA und den Stakeholdern besprechen, dass man die Aerodynamikphilosophie der Formel 1 komplett umstellt auf eine Aerodynamik, wo man knapp hintereinander nachfahren kann. Es ist die Aerodynamik an sich ja kein Feind des Überholens, sondern das Reglement, dass man hier im Formel 1-Zirkus über den Vorderflügel den meisten Abtrieb erzeugt. Sobald man das mit dem Unterboden machen würde, könnte man wesentlich knapper hintereinander nachfahren. Dann wären die Zweikämpfe vermutlich genau in so einer Situation wesentlich spannender für uns und auch einfacher zum Überholen. Ohne dass man dabei auf Rundenzeit verzichtet. Denn ich lese oft, dass Fans sich beschweren, ja, schafft es doch die Aerodynamik ab. Nur dann fahren diese Jungs auf einmal um 25, 30 Sekunden langsamer. He's waiting for a mistake from them. I go above in front. Jetzt hat er selbst den Fehler gemacht. Da war er in dieser leicht verwirbelten Luft noch drinnen, dann verliert das Auto den Abtrieb. Das fühlt sich so an, wenn sie im Flieger durch eine Wolke fühlen. Allerdings rutscht man halt dann im Auto raus. Beim Flieger ist es egal, ob man jetzt statt 3000 Meter Höhe, ja. 3000. Aber interessant, er hat gerade den absolut schnellsten ersten Sektor hingelegt. Das war eine Attacke, die er da reiten wollte, und dann rutscht er da in Kurve 5 in dieser langgezogenen Rechtskurve von der Ideallinie runter, Lewis Hamilton. Damit ist dieser Versuch einmal abgeblasen. Da geht's hinein in Kurve 5. Ja, der Versuch da hat schon auch dramatisch viel Speed mitzunehmen in die 5er Kurven hinein, und das geht halt so knapp beim hinten noch von dann doch nicht. Ordentlich angepatzt ist er da schon, der Mercedes von Lewis Hamilton. Aber Valtteri Bottas will und will da nicht mitfahren bei diesem Dreierpaket. Der lässt sich da nach wie vor bitten. Da hinten taucht er auf. Bottas jetzt auch am Magnussen vorbei. Den hat er überrundet, den Dänen. Und die ersten drei nach wie vor ganz dicht beisammen. Wie viele Angriffsversuche hat er, Lewis Hamilton? Lässt er sich dann tatsächlich, so wie vereinbart, hinter Valtteri Bottas zurückfallen? Anthony Hamilton, der Vater von Lewis, ist da, die Mutter ist auch da. Und Valtteri Bottas, irgendwie muss er einen Zacken zulegen, denn Max Verstappen kommt da verdächtig nahe ran an den Finnen. Noch sind zwei zu überrundende, nämlich Hülkenberg und Magnussen zwischen Bottas und Verstappen, aber der Niederländer, der ist deutlich schneller als Valtteri Bottas. Wir könnten jetzt vielleicht auch in den Genuss eines Funkspruchs kommen. Bin mir sicher, dass der Valtteri Bottas darauf hingewiesen wird, Burschi, umdrehen tun wir nur, wenn du auch wenn du da bist, genügend Platz hast zu Max Verstappen, denn sonst läuft man die Gefahr, dass Verstappen da auch dann noch eventuell den Hamilton angreift, gefährdet, überholt. Na schau, Rückstand von Bottas auf Hamilton auf über 5 Sekunden angewachsen. Ich weiß nicht, ob er Lust hat, sich so weit zurückfallen zu lassen. Lewis Hamilton. Ich hätte da jetzt nicht mehr wechseln an Mercedes Position, weil mit 3,5 Sekunden Zeitunterschied und schnelleren Rundenzeiten von Max Verstappen zu Bottas
durch das Rotieren, also das Umtauschen der Fahrzeugpositionen, verliert man mindestens 2 Sekunden. Hülkenberg gegen außen Kevin Magnussen. Das ist genau. Ich will nicht lachen, also ich, der Nico ist ein Freund von mir, genauso wie der Kevin, aber die zwei bekämpfen sich das ganze Rennen, haben natürlich nach dem Start schon ein bisschen ja, die Emotionen hochlaufen lassen. Und jetzt hat Magnussen genau das gemacht, was Hülkenberg vorher gemacht hat. Er lässt sich einfach langsam raustreiben und schickt den Gegner in den Schmutz. Und nochmal, das ist ganz klar für einen Rennfahrer, wenn es außen vorbeifährst, ist es ein absolutes Hero-Manöver, weil du dann mit dieser Gefahr kalkuliert hast oder dem anderen so die Schneid abgekauft hast, dass er dich eben nicht mehr in den Schmutz rausdrücken kann. Das ist Motorsport. Ich glaube, Valtteri Bottas hat die Zeichen der Zeit erkannt, hat jetzt einmal, was die Rundenzeit anbelangt, zugelegt, fährt seine persönlich schnellste Runde, hat jetzt also wieder Fahrt aufgenommen. Vorneweg allerdings ist auch Sebastian Vettel. Probleme hin, Probleme her, eine persönlich schnellste Runde gefahren. War um rund 4 Zehntel schneller als Kimi Räikkönen. Der Finne 2 Sekunden in etwa hinter seinem deutschen Teamkollegen. Okay, Paul, I'm afraid we've got a problem with the car. We're going to have to retire the car. Okay. Paul Di Resta tapfer mitgefahren, aber 8 Runden vor Ende des Rennens ist Schluss für den Schotten. Ein Problem mit dem Auto. Paul Di Resta wird aus dem Verkehr gezogen. Da ist er, hat sich wacker geschlagen und muss jetzt seinen ersten Grand Prix seit Brasilien 2013 beenden. So, was tut sich da draußen an der Spitze? Sebastian Vettel, ist ein kleiner, aber feiner Befreiungsschlag gelungen. Er hat Charles Leclerc ist das, der Dominator der heurigen Formel 2 Saison. Ein Monegasse, pfeilschneller Bursch. Auch der wird hier am Dienstag oder Mittwoch testen. Für Ferrari gilt als Shootingstar in der Szene. Sind viele schnelle junge Leute da am Lenkrad Dienstag, Mittwoch. Unter anderem, ich erwähne es gern und oft, Lukas Auer ist dabei. Lando Norris, das Supertalent aus der McLaren-Nachwuchsförderung, ist unterwegs. Charles Leclerc ist unterwegs. Und noch einige andere. Ja, coole junge Typen, die da noch kommen. Max Verstappen, was sagt er zu uns? Okay, Max, let's push up to Bottas, mate. Push up to Bottas. Hol dir den Valtteri Bottas. Rückstand von Verstappen auf Bottas unter 4 Sekunden. Ja, Verbremser von Lewis Hamilton hinein in Kurve 2 und ich glaube, jetzt lasst es gut sein. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass er jetzt rausnimmt. Jetzt lässt er es, glaube ich, gut sein. Täuscht der Eindruck? Ist jetzt die Zeit gekommen, wo er sich zurückfallen lässt und auf Bottas wartet? Nein. Nicht? Nein, ich glaube, der lässt halt nochmal ganz kurz Luft für eine Runde. Schaut, dass die Reifentemperaturen ein paar Grad runterkommen. Und dann wird er nochmal anlegen. Ich glaube, es war's. Glaub's nicht? Ich tät jetzt ich an, glaube, das war's. Mercedes Position nicht mehr rotieren, auch wenn es dann unfair ist dem Bottas gegenüber. Du musst halt immer denken, nein, schau her, du verlierst Zeit. Der hört auf. Lewis Hamilton nimmt deutlich Fahrt raus. Deutlich. Der ist im Mittelsektor 1 Sekunde langsamer als Räikkönen gefahren. Räikkönen, der hier auf Ericsson aufläuft. Wir schauen Paul Di Resta ins Gesicht. Der macht einen ja, semi-zufriedenen Eindruck, auch wenn es für Williams in diesen letzten Grand Prix-Wochen überhaupt nicht mehr nach Wunsch läuft. Punktelos werden sie auch Ungarn verlassen.
Und er schaut, wo ist er denn, mein Teamkollege, der Walter Bottas. Wann kommt er? Wo ist er? Da ist er. Aber der zieht Max Verstappen nach. Das ist natürlich unangenehm. Verstappens Rückstand auf Bottas gerade einmal noch 2,3 Sekunden. Der hat sich da selbst jetzt keinen guten Dienst erwiesen, Walter Bottas, indem er so langsam gemacht hat, nachdem Vettel an ihm, Hamilton an ihm vorbeigewunken wurde. Und das ist jetzt eine ganz, ganz knifflige Situation für Mercedes. Stehen Sie zu Ihrem Wort, zur Abmachung? Muss Hamilton weiterhin warten auf Bottas? Oder ist die Gefahr Verstappen zu groß, um noch einmal die Geschichte teamintern umzudrehen? Ja, ein drittes Mal sage ich es noch. Mir wäre es zu riskant. Zu riskant, und ich würde es nicht mehr umtauschen. Das muss er dann aber mit auch auf seine eigene Kappe nehmen, Walter Bottas. Ja. Vielleicht hat er ein Problem, wir haben schon länger nichts mehr gehört aus seinem Auto. Aber das war schon auffallend, wie sehr er sich da zurückfallen hat lassen, nachdem Hamilton an ihm vorbeigegangen ist. Und jetzt wird er fest durch die Gegend gejagt von Max Verstappen. Was wäre, wenn der die 10 Sekunden nicht ausgefasst hätte? Verstappen is on a younger soft tire. He will be a threat. Aha, interessant. Er wird einmal vor Verstappen gewarnt, Lewis Hamilton. Der ist auf frischeren Softreifen. Und der ist feilschnell. Ich habe dann den letzten Teil des Funkspruchs von Lewis Hamilton nicht mehr gehört. Der Alonso hat den schnellsten Mittelsektor gerade eben erfahren oder gefahren und sich erfahren. 4 Runden geht's noch und das wird sich nicht mehr ausgehen für Walter Bottas. Der wird dann immer hinkommen, der wird alle Hände voll zu tun haben, Verstappen hinter sich zu lassen. Max Verstappen hat sich da Zehntel um Zehntel, Sekunde um Sekunde herangekämpft. An Walter Bottas ist jetzt im DS-Fenster. Was sagt Räikkönen? Okay, Kimi, let's not take anything for granted. We don't know what Hamilton's gonna do. Just keep going as you are. Ja, Kimi Räikkönen wird da gewarnt. Pass auf, da ist noch nichts fix. Wir wissen nicht, was Hamilton noch vorhat. Wird er noch einmal attackieren? Jetzt hat es durchaus wieder den Anschein. Ja, freilich, jetzt ist er wieder schneller unterwegs, Lewis Hamilton. Der hat sich kurz zurückfallen lassen. Aber Bottas ist zu weit weg. Nichts wird da mehr umgedreht nach dem momentanen Dafürhalten zwischen Bottas und Hamilton. Das hat sich doch eigenartig entwickelt. Der Gejagte und der Jäger. Max Verstappen am letzten Zacken, auf der letzten Rille durch die Schikane durch. Macht Jagd auf Valtteri Bottas. So, jetzt haben wir noch 9 Kilometer etwa in dem Rennen. Bleibt's bei diesem Stand, gewinnt Sebastian Vettel und wird Lewis Hamilton Dritter, dann hätte der Deutsche wieder 11 Punkte Vorsprung in der Fahrerweltmeisterschaft. Der würde hier 10 Punkte mehr machen
als sein Konkurrent. Und würde hier ein erstes Mal nach Monaco wieder ganz oben stehen am Stockerl. Sebastian Vettel steuert seinem vierten Saisonsieg entgegen. Und es riecht verdächtig nach dem zweiten Ferrari-Doppelsieg in dieser Saison. In dieser Reihenfolge sind sie schon in Monte Carlo über den Zielstrich gefahren. Vettel vor Räikkönen und da wird Hülkenberg rausgenommen aus dem Rennen. Der war allerdings ohnehin außerhalb der Punkteränge. Auch ein schwarzes Wochenende für die Gelben. Es gibt noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe für Kevin Magnussen, okay, weil er einen Gegner von der Strecke gedrückt hat. Und daher gibt es wohl doppelte Punkte für McLaren. Und damit wandert die rote Laterne in der Konstrukteursweltmeisterschaft in die Schweiz zum Team Sauber. Das verstehe ich nicht, die Strafe an den Magnus, wenn es diese Kurve 2 ist, hat ja der Nico einfach zurückstecken müssen und locker verhindern können, dass er da durch den Schmutz fährt. Die haben sich nicht berührt. Wenn du außen bist, noch einmal musst du damit rechnen, dass du in den Schmutz gedrückt wirst. Wir sind beim Rennfahren und bei den anderen haben sie es ja auch durchgehen lassen. Eine inkonstante Entscheidung. Also, die ersten beiden, die fahren dann noch volles Tempo durch die Gegend. Aber Hamilton ist jetzt ganz klar abgerissen vom Ferrari-Führungsduo. Will er dann noch einmal andeuten, dass er seinem Kollegen, den er sehr schätzt, hier wartet? Die zwei sind weg. Vettel, Räikkönen, die sind durch auf 1 und 2. Und Lewis Hamilton fährt demonstrativ langsam runter zu Kurve 12, rein in Kurve 13. Hinten kommt der Bottas. Hamilton hat Sainz und Perez durchgelassen. Wir jubeln damit, zumindest die Fans tun es mit Vettel und Räikkönen. Aber bitte hinten nachschauen. Hinten nachschauen, liebe Regie. Hinten nachschauen, da kommt der Bottas. Da kommt der Bottas und zieht an Hamilton vor dem Zielstrich vorbei. Sauber gemacht. Er hat sein Wort gehalten. Lewis Hamilton lässt spät, aber doch und mit viel, viel, viel Risiko Valtteri Bottas wieder zurück auf den dritten Platz. Hut ab, sauber erledigt und das war in dieser Situation wirklich auf des Messers Schneide. Sie haben es gesehen, wo Max Verstappen da war. Der war dicht dran an den beiden Silbernen. Und Lewis Hamilton ist hohes Risiko gegangen. Der hat den Perez durchlassen, den Sainz durchlassen. Er hat in der letzten Runde zwei noch einmal zurück überrunden lassen, um Bottas die Position zu geben. P1 Sebastian, 1 and 2, well done, well managed, nice drive. Dai, un'altra bandiera, Maranello, vai! Grazie, forza Ferrari! Grazie mille, grazie ragazzi, grande lavoro. Ja, und damit sind es nicht 11 Punkte Abstand zwischen Hamilton und Vettel in der Fahrerweltmeisterschaft, sondern 14 Punkte. Ja, und der Fernando Alonso hat sich die schnellste Rennrunde eingeheimst in der letzten Runde. Ja, und holt dicke, dicke, dicke Punkte. Für das Team. Wir können reinschauen, glaube ich. Der Michael Bahnhofer ist bei Mercedes vor der Garage gestanden. Unser Kameramann. Wir können uns das Bild anschauen. Das war die Geschichte, als Hamilton Valtteri Bottas passieren hat lassen. Schmeckt das Toto Wolff hier nicht? Ja, weil der Lewis hat es auf seine eigene Kappe genommen. Ich glaube, da hat es keinen Funkspruch mehr gegeben, dass er ihn vorbeilassen muss. Sondern der Lewis hat es selbst entschieden. Und das wird dem Toto da stinken. Sportlicher Sicht muss ich hier dem Hut ab, den Hut ziehen. Hut ab. Wirklich Hut ab. Hätte ich mir so Hamilton, nicht gedacht, dass er das wirklich noch auf sich nimmt, das Risiko. Dass du, der will ja genau das die letzten Jahre, wo das Problem hat mit dem Nico Rosberg, das hat sich aufgeschaukelt, das will er jetzt gut machen und mit dem Valtteri ein gutes Verhältnis weiterhaben.
und setzt sich ja als Sportler einfach drüber. Unglaublich, Lewis Hamilton. Das war unfassbar. Du hättest nicht mehr damit gerechnet. Na, ich habe damit gerechnet, dass das Team sagt, nein, du musst die Position jetzt behalten, es ist zu risikoreich. Schaut, da ist der Bottas hatte die Chance und hat da sie nicht genutzt. Dankeschön. Ja. Rüber von Bottas zu Lewis Hamilton. Und wenn es keine Bedrohung von hinten gegeben hätte, dann hätte jeder gesagt, okay, ja. Aber so, mit dieser Situation, mit Verstappen im Nacken von beiden Mercedes-Piloten, bumm. Also, nicht 11 Punkte ist er jetzt vorn, sondern 14 Punkte. Wenn die 3 Punkte am Ende der Saison abgehen. Ja, dann hat er das zumindest durch Sportsmanship verloren. Wird ihm nicht helfen, aber ich rechne das dem Hamilton jetzt sehr hoch an. Ja, muss ich auch sagen. Ganz große Klasse. Er hat sein Wort gehalten. Der große Sieger hier ist Sebastian Vettel, der einen ganz großen Schritt in Richtung vierten Saisonsieg schon gestern gelegt hat. Mit einer fantastischen Qualifying-Runde, die ihm die Pole Position gesichert hat. So, der lässt sich da feiern. Wir wollen aber wissen, was Toto Wolff zu diesen unglaublich dramatischen letzten Sekunden in diesem großen Preis von Ungarn zu sagen hat. Sandra Aigner, Mikrofon. Toto, eine sportlich faire Szene ganz zum Schluss. Letzten Endes muss man nochmal sagen, Doppelsieg für Ferrari. War das die Schadensbegrenzung, von der Sie ja gesprochen haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, mit 2 und 4, wie die Beste wir hatten, das müssen wir nehmen. Und das haben wir gewusst. Also insofern ist es okay. Es ist ein Rennen, über das man noch länger sprechen wird. Punkto Stallorder natürlich. Ich habe es gerade angesprochen, ein faires Verhalten dann von Hamilton zum Schluss. Wie bewerten Sie das? Absolut, so haben wir es besprochen. Deswegen haben wir 3 Meisterschaften gewonnen. Das ist der Spirit, in dem dieses Team operiert. Und ich bin happy, dass es so ausgegangen ist. Wie stark haben denn die Funkprobleme mit eingespielt? Immerhin hätte Hamilton länger draußen bleiben können, wenn er es doch mitteilen hätte können. Ja, wir haben leider das ganze Rennen, ist uns die gesamte Mittelkonsole ausgefallen. Also es war kein leichtes Rennen. Jetzt gehen wir in die Sommerpause. Natürlich besser für Ferrari, besser fürs Mindset. Wie glauben Sie, geht der Lewis das dann an? Ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Die Pause ist jetzt, die ist Fakt, da müssen wir damit umgehen. Aber dann kommt Spa und Monza und dann schauen wir, wie wir dort weiter. Sind dann die Mercedes-Strecken wieder. Genau. Danke, alles Gute. So, das hat dann doch auch versöhnlich geklungen von Toto Wolff. Da haben wir vielleicht das Bild missinterpretiert und auch da ist nach dem ersten Anschein alles eitel Wonne. Da waren wir noch nicht ganz dabei im Cooldown Room, aber auch Kimi Räikkönen war da nicht ganz unglücklich. Und reden miteinander, die Finnen. Erstens ist es verwunderlich, dass sie überhaupt reden, weil sie ja sehr schweigsam sind. Ja, und miteinander noch. Sebastian Vettel erklärt hat noch einmal die Probleme mit der Lenkung. Jock Clear ist es, der da mit darf, als Ferrari-Mann die Konstrukteurstrophäe entgegennehmen darf. Ja. War das sorry, Kimi? Ja. Er hat sich da entschuldigt bei Kimi Räikkönen, Jock Clear. Sebastian Vettel sichtlich erleichtert, dass er hier trotz der Probleme mit ist er sichtlich erleichtert, dass er trotz dieser Probleme mit der Lenkung diesen Sieg feiern konnte. Wir machen uns ratzfatz vom Acker. Das Schlusswort gehört noch einmal dir, lieber Alexander. Wie baff bist du, obgleich dessen, was sich hier in der letzten und vorletzten Kurve abgespielt hat? Na, baff bin ich nicht, oder scheiße. Ist er nie. Nein, aber ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau passiert ist. Auf jeden Fall, die Stallorder hat hier heute mitgespielt. Dennoch
Dich Räikkönen natürlich, Vettel hat gewonnen, Führung ausgebaut und jetzt wünsche ich allen und dir einen schönen Sommer. Ja, dir auch, oder? Lieber Alexander. Ja, das kann ich nur weitergeben. Bei uns geht es jetzt gleich ratzfatz weiter mit viel Fußball. Zuerst Bundesliga, Austria gegen Sturm und dann natürlich, da warten sie alle drauf, da bin ich mir ganz sicher, Österreich gegen Spanien, da haben wir schon bei der Europameisterschaft, der Frauen-Fußball-Europameisterschaft, da sind Sie sicher dabei. Ab 18 Uhr sind wir da live dabei. Schönen Sommer, bis zum nächsten Mal. Für Gott, ciao, ciao.